In den letzten Tagen ist ziemlich viel Verwirrung um die geschlossene Grenze zwischen Südtirol und Österreich entstanden. Hier muss man zunächst einmal sagen, es stimmt nicht, dass Österreich irgendjemanden und vor allem auch nicht Gäste daran hindert, nach Südtirol einzureisen. Es finden überhaupt keine Kontrollen von Österreich in Richtung Südtirol statt, sondern wenn schon, finden Kontrollen von Südtirol Richtung Österreich statt. Denn Österreich möchte natürlich verhindern, dass beispielsweise Gäste oder Privatpersonen aus Italien unkontrolliert nach Österreich einreisen können. Aber es gibt ein Gesetz in Österreich, welches es beispielsweise Touristen ermöglicht, durch Österreich durchzureisen, wenn die Garantie besteht, dass sie das Land wieder verlassen können. Das ist in der Corona-Verordnung der Republik Österreich so festgeschrieben worden. Und das bedeutet, dass beispielsweise Gäste aus Deutschland durch Nordtirol durchfahren könnten, um nach Südtirol zu gelangen. Das Problem ist aber, dass der italienische Staat derzeit die Einreise von fremden Personen nach Italien nicht erlaubt, beziehungsweise sie müssten in Quarantäne gehen und vor allem auch, dass Deutschland Italien und somit leider auch noch immer Südtirol als Risikogebiet einstuft. Und das bedeutet, dass jeder Gast, der theoretisch aus Deutschland in Südtirol Urlaub machen würde, wenn er nach Deutschland zurückkommt, in Quarantäne müsste. Und da kommt dann natürlich niemand nach Südtirol. Also das heißt, wir müssen jetzt zunächst einmal in Südtirol selbst daran arbeiten, dass wir die Infektionszahlen drücken. Wir haben in Südtirol noch ca. 380 aktiv Corona-Erkrankte, im Vergleich dazu im Bundesland Tirol 57. Und wenn wir auf demselben Stand sind, wie das derzeit im Bundesland Tirol ist, dann sind auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass regional die Grenze zwischen Nordost und Südtirol wieder geöffnet werden kann und dass dann auch Gäste wieder nach Südtirol kommen können.